wie die ganze Pläne da wären für die Extension, so wie sie los stattfangen tun. Du nun, ich war damals Chargé de Direction vom Régime Préparatoire, und ich schon damals ganz offiziell, und hun hat auch öffentlich gesagt, refusiert, für nach weiter an die Sitzungen vom Bâtiment Public zu gehen, weil ich zu denen gesagt tun, lauschtet mal die Leute, wir brauchen eigentlich einen Bus, und wir kriegen einen Camion, und wenn wir einen Bus brauchen, und einen Camion kriegen, dann sind wir nicht mehr bereit, darüber zu diskutieren, was kein Pneu soll der Camion haben, was kein Pfaff, und was kein Motor, weil das ist sinnlos. Wir haben einen Bus gebraucht, wir haben etwas anderes gebraucht, wie immer nehmen dauert Extensionen, und da war auch die Proposition für den Wolkenstall, den man echt klasse soll hat, aufzurappen, da hat er nicht viel gestehen, da nicht viel Containerbeispiel abzurichten, und da hat er direkt eine 40 Klasse soll am Platz setzen. Die Proposition war sogar abgegrafft in einer Konferenz plenaire. L'année, so ein Jahr, demain, an einer Konferenz plenaire, und da war unter Senioren alle gut auf vier gestimmt, mit nehmen zwei Exceptionen. Ein wird auf Geld gestimmt, an ein wird sich enthalten, für das der Komitee des Enseignants soll den Brief au Bâtiment Public an und dem Ministerium richten, dass die Plan, so wie sie da für bestehen, eigentlich gar nicht sinnvoll wäre, dass sie sollte mehr als sinnvoll. Aus unerklärlichen Gründen, als der Brief nie geschrieben oder nie fortgeschickt ging, sieht der Fall, dass du das eben so kommt, wie du im Moment kommst. Er hat 30 Container und nur 10 so. Wofür du schon ein allgemeines Problem von der Annexepolitik ungeschwert, nämlich ganz einfach der Fett, dass es dem Staat nach immer nicht gelingt, ordentlich vorauszuplanen. Ich habe schon immer als Bürgermeister gesagt, dass wir nicht finden, dann kann er gemäht. Mit wem sie dann kann er auf die Welt kommen. Und wir sind dann spätestens dann noch 3 Uhr dann noch an die Schule gehen. Und die meiste Menge bringen noch fertig, für dann eben die Schulen, die Präkost, die Präskolär und die Primär so zu organisieren, dass sie selber genug haben, für die Kinder können dann Schulz schicken. Der Staat hat viel mehr lange Zeit, für die nächste Klasse zu bauen, weil kann ja nicht an der Region mit 12, 13 Jahren an staatliche Schule kommen. Wenn wir feststellen, dass hier so nicht die Container gebaut werden, und Diedlinger ist ein gutes Beispiel, fünfmal hat man schon Container beigesetzt, und da gesagt, dass eine langfristige Planung sowohl an der Education wie am Bautenministerium Sitzburg überhaupt nicht präsent ist. Dabei muss ich noch wissen, dass eine Schule nicht mehr kann funktionieren, wenn in seine Schüler alles anbietet, wenn er konzentriert bei ihnen ist, und dass jeder in dieselbe Möglichkeit und dieselbe Chance hat. Das hat alles mit festgestellt, hat eine zweite Klasse-Schule gemacht, hat die Kinder jugendliche ausgelehrt, weit weg von der Schule, weit weg vom Staatszentrum, meint ihr gerade, sie geben Sozialisten zu Diedling steuern, wenn sie geben dort an die Schule gehen. Im Moment können wir jetzt nicht so ein Wert für einen Schüler an die Containerin am Frankelach sollen hinkommen. Mit Erfahrung zu Diedling weiß aber, dass er mit viel läuft, kann er aus dem Regime Präparatoire an Annexen respektive zu Containerin gestachelt. Am Gesetz vom Februar, den Exposé des Motifs vom Gesetz vom Februar 1999, weist ganz genau, dass Rietzgängen als von einem Manque des halben Klass pour le Regime Préparatoire. Also Klartext. Wenn es also tatsächlich Lokaner aus dem Regime Präparatoire sollte sein, die an Frankelach geschickt sind, dann wird das, so sieht auch der Camille Nichols, ein weiterer Skandal, weil da gibt es zu Diedling frei nur Motto gehandelt, gehen. Schüler mit Problemen sind am Lycée Technique nicht Biver, nicht vollkommen, und die ganz einfach an der Pampe ausgesetzt. Erstens, die Kanner, das sind eben die Schwerkanner, an die haben die größte Schwierigkeit, für sich mit so einer komplizierten Organisation auseinanderzusetzen. Die haben die größte Schwierigkeiten, wenn sie nicht alle gute Strukturen zur Verfügung haben, die ihnen die Hilfe zukommen kommen lassen, die sie aber unbedingt benötigen. Und da kennt aber wirklich das Allerschlimmste, nämlich das Gesetz von 1994, wo das Regime Präparatoire geschaffen ging, das hat gesagt, ausdrücklich für, dass die Kanner müssen an der Lycée-Technik nicht Biver integriert gehen. Und da bauen die 10 Jahre lang aus. Und wenn dann heute die Kanner dann noch immer nur 10 Jahre noch immer ausgelehrt werden, wirklich, das kann ich nicht ernst nennen, du musst dir entschuldigen, wirklich an einem Ghetto, das wäre aber ausgesprochen eine Katastrophe. Und es käme noch dabei, dass die Kanner sich gar nicht können wehren, weil an demselben Gesetz, du hast ein ganz schön Kerl, eine beigefüßige Menge, das ist ein Reglement Grand Ducal. Und auf der Karte kann ich daraus gesehen, und dann also noch ein Text dabei, dass eben gerade die Kanner aus den Gemengen Diedling, Kehl, Tätling, Römmling auf der engen Seite, Abeteburg, Reiser auf der anderen Seite, die müssen an der Lycée-Technik nicht übergehen, wenn sie am Regime Präparatoire sich wollen ausschreiben. Von den pertinenten Fragen stellt, so wie der Dere in diesem Fall gemerkt wird, da kriegt ihr entweder dumm Antworten oder es kriegt ihr eine topische Remarque gemerkt. Die topische Remarque wird wohl sicherlich den Alex Podri heute in LSAP-Bürgermeister von Diedling kommen gelöst.
Wie hin sos kein Argument an mir am Grab. Der RDR fir geheit huet, ma dir sieht ja sowieso, geht alles, was zu Diddling geschieht. Et fährt den Alex Baudry als Umweltminister, den dat zertifiziert huet, dat das Terrain verseucht ist. An haut als Diddlinger Bürgermeister schenkt den Neichmittel von ihnen zu wissen. An nicht ne Meneer mehr am Gemengelt huet, auch die Opposition, weder CSV noch die Gring. Und ich irgendwie durch die Gegend opposiert, und sie war ganz, ganz ruhig, wie darüber diskutiert geht aus. Aber wenn dann Alex Baudry haut hingeht, und er sieht, da der hat etwas gegen Diddling, wenn wir uns heute gehen verwirren, dass die Schüler und Enseignants sollen, ob verseuchten Boden, der für der, müssen an Schule gehen, an Schule halen, da fallen wir das die reinste Populismus. Ich habe mir immer vorgestellt, dass der den Bürgermeister seine echte Mission für die Sicherheit und Gesundheit von seinen Bürger, responsabel zu sein und auch so zu handeln, das scheint heute für Diddling nicht der Fall zu sein. Und ich meine, denn Alex Baudry hat heute einen ganz, ganz schweren Fehler, den auf Kästen von den Schülern auf und nach seinem Jahr geht, gemäht. Wir bleiben für euch an dieser Sache natürlich um Ball. Der Ball leidet allerdings auch ein bisschen bei denen Älteren, denen hier kann er demnächst an Frankelach geschickt sollen gehen. An denen kann ich nehmen, Roden, bloß dich nicht alles gefallen. Also nächstes Sujet. Politicien en Herbe, so hat den Quotidien den 2. September geschrieben, über zwei junge Leute, die der DDR als hier politisch chemisch daraus gesicht tun. Es sind dort den Ralf Hellings und Dester Bauer, 17 respektiv 20 Jahre alt. Sie sind wohl nach den Politicien en Herbe, aber so ganz gering an den Neuren sind sie auch nicht mehr. Also sie sind auch der liebliche Beweis dafür, dass ein Erneuerungsprozess von der DDR vier Uhr geht, dass immer mehr junge Leute an als Mamba zu erweisen dort, sich für Partei interessieren. Wir lassen mal sie selber zu Wort kommen.